Sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, sehr geehrter Herr Dr. Fleischer, lieber Herr Professor Brennecke, lieber Herr Professor Wirwer, liebe Gäste nah und fern. Es ist mir eine besondere Freude, dass ich Sie in diesem Jahr und unter den diesjährigen besonderen Bedingungen zu unserer Hans-Lietzmann-Vorlesung begrüßen kann. Ich begrüße Sie herzlich auch im Namen meines Kollegen Christoph Marchis, der als Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und Professor für antike Christentumsgeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin Gastgeber auf der Berliner Seite ist. Und ich begrüße Sie im Namen meines Kollegen Rainer Thiel als dem geschäftsführenden Direktor des Jenaer Instituts für Altertumswissenschaften. Mein Name ist Katharina Bracht. Ich bin Professorin für Kirchengeschichte an der Theologischen Fakultät in Jena und die dritte im Bunde der Gastgeber. Die Hans-Lietzmann-Vorlesung wird jährlich an diesen beiden Orten, Jena und Berlin, zum ehrenden Gedächtnis des Jena und Berliner Kirchenhistorikers Hans Lietzmann ausgerichtet. Heuer gibt es zum akademischen Vortrag von Kilian Fleischer zwei besondere Schmankerl dazu. Das erste ist, dass der Verlag De Gruyter, der die Hans-Lietzmann-Vorlesung immer großzügig unterstützt, in diesem Jahr einen Büchertisch besonderer Art eingerichtet hat, auf dem für jeden von uns das neue Buch von Kilian Fleischer zum Download bereit liegt. Sie haben den Link erhalten. Lieber Herr Dönert, herzlichen Dank Ihnen und dem Verlag dafür. Das zweite Schmankerl: Hans-Christoph Brennecke und Dietmar Wirwer werden nach dem akademischen Vortrag von Kilian Fleischer zwei neue Bände aus der Reihe Athanasius-Werke vorstellen. Seit mehr als 25 Jahren nun bildet sich in unserer Jena-Berliner Kooperation der Lebensweg von Hans Lietzmann ab. Hans Lietzmann, gestorben 1942, wirkte seit 1905 als Professor für Kirchengeschichte an der Universität Jena, bevor er im Jahr 1923 an die damalige Friedrich-Wilhelms-Universität, die heutige Humboldt-Universität zu Berlin berufen wurde, um dort die Nachfolge Adolf von Harnacks anzutreten. Alle Vortragenden folgen gewissermaßen dem von Hans Lietzmann getretenen Pfaden, indem sie an einem Abend im Spätherbst in Jena vortragen und am unmittelbar darauffolgenden Abend den gleichen Vortrag in Berlin halten. In diesem Jahr ist das anders. Aufgrund der Covid-19-bedingten Einschränkungen dürfen an den Universitäten keine Lehrveranstaltungen in Präsenz stattfinden. Und dazu zählt leider auch ein so feierlicher Gastvortrag wie bei der Hans-Lietzmann-Vorlesung. So stehe ich heute ganz allein im traditionsreichen großen Rosensaal der Friedrich-Schiller-Universität. Hier ist der Ort, wo wir Sie gerne willkommen geheißen hätten. Und auch der Einstein-Saal in der Akademie ist so gut wie leer. Nur der harte Kern ist dort mit gebührendem Abstand beieinander. Herr Marchis, Frau von Stockhausen und Herr Wirwer. Deshalb haben wir uns für eine gemeinsame Veranstaltung im Online-Format entschieden. Damit nutzen wir die Möglichkeiten, die die neue Situation bietet. Und aus den Corona-Beschränkungen wird eine Bereicherung. Wir sind jetzt etwa 140 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Wir haben 200 Anmeldungen erhalten. Und ich kann sagen, nachdem ich die Teilnehmerliste, die Anmeldungsliste durchgesehen habe, dass Sie aus der gesamten Ökumene, sozusagen aus der gesamten gewohnten Welt, aus
nicht nur vielen Ländern, sondern mehreren Kontinenten hier zugeschaltet sind. Die Vortragenden bei der Hans-Liebsmann-Vorlesung folgen in einer weiteren Hinsicht den von Hans-Liebsmann getretenen Pfaden, indem sie nämlich in ihrer Summe die große Interdisziplinarität Liebsmanns widerspiegeln. So wie Liebsmann persönlich die Erforschung der antiken Kirchengeschichte mit neutestamentlicher Wissenschaft, klassischer Philologie und Archäologie verband, so kommen auch die Vortragenden jeweils aus einer dieser Disziplinen. Nachdem im vergangenen Jahr Christoph Markschies als Patristiker den Jubiläumsvortrag zum 25-jährigen Bestehen der Hans-Liebsmann-Vorlesung in Berlin hielt, ist in diesem Jahr ein klassischer Philologe eingeladen. Herr Dr. Fleischer ist ein wahres Multitalent. Nicht nur studierte er Latein, Griechisch und Betriebswirtschaftslehre, nicht nur arbeitet er philologisch und archäologisch, sondern er scheint auch noch die Gabe der Bilokation, sogar der Multilokation, zu besitzen. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass Herr Dr. Fleischer zugesagt hat, heute Abend in Berlin, in Jena und an vielen, vielen anderen Orten zugleich die Hans-Liebsmann-Vorlesung zu halten. Und damit gebe ich weiter an Kollegen Markschies, der uns den Referenten vorstellen möchte. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, meine sehr verehrten Damen und Herren, nach fast einem ganzen Jahr Kacheln ist der Satz von der Krise als Chance kaum mehr erträglich. Aber wir haben die einmalige Chance heute Abend, dass die sonst durch einen Tag Abstand getrennten Vorlesungen in Jena und Berlin zusammenfallen. Und das ist eine Premiere, eine ganz ungewöhnliche Premiere. Und Katharina Bracht und ich werden darüber nachdenken, ob wir daraus auch in Zukunft etwas machen, dass die Zusammengehörigkeit der beiden Liebsmann-Vorlesungen noch sehr viel deutlicher signalisiert werden kann. Dass Hans Liebsmann ein geselliger Mensch war, das mag man vielleicht nicht glauben, wenn man ihn anschaut, und das mag man vielleicht auch nicht glauben, wenn man seine sehr strengen Texte liest, aber spätestens, wenn man seine reichen Briefbände liest oder Erinnerungen von Studentinnen und Studenten bei ihm hört, weiß man, dem hätte es ganz und gar nicht gefallen, wenn wir jetzt heute Abend nach dieser Vorlesung unser Brot und unseren Wein alleine trinken und nicht gemeinsam wie sonst in Jena oder Berlin. Aber wir können ja, wenn wir ein Glas trinken, während der Vorlesung das Glas aufeinander erheben. Damit bin ich jetzt schon bei der Rolle, die ich heute wahrnehme, neben der Begrüßung von Seiten der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und der Humboldt-Universität. Ein herzliches Willkommen auch von uns an alle Jenerinnen und Jener und wer uns von wo, Berlin und sonst wo zusieht, ganz herzlich willkommen, noch etwas über Kilian Fleischer zu sagen. Und ich beginne an einer Stelle, bei der mir vielleicht viele von Ihnen nachempfinden können. Seitdem ich zu promovieren begann, suchte ich verzweifelt von Felto die Ausgabe eines Werkes von Dionys von Alexandrien. Auf den Gesichtern aller derer, die sich mit der antiken Christentumsgeschichte beschäftigen, malt sich bei dem Namen Dionys von Alexandrien sehr viel einer der Figuren, die für die etwa Geschichte des trinitätstheologischen Streites eine große Rolle spielt. Aber er hat auch noch ein Werk De Natura geschrieben, mit dem er sich und in dem er sich mit Epikur auseinandersetzte. Und ich habe verzweifelt immer versucht, die kritische Textausgabe zu besorgen. Und im Jahre 2016 war diese verzweifelte Suche, die übrigens immer noch nicht zu einem Erfolg geführt hat, inzwischen gibt es das natürlich digitalisiert, beendet, denn ich bekam die Dissertation, die Kilian Fleischer unter der Anleitung des vielen von uns bekannten und von vielen von uns hochverehrten Würzburger Gräzisten Michael Erler geschrieben hat. Das ist eine
Ausgabe der Fragmente dieses Textes. Das ist aber auch gleichzeitig eine wunderbare Einleitung in die Geschichte des Epikureismus. Ich führe gerade eine hemmungslose Werberede und keine Vorstellungsrede durch. Aber seitdem ist mir Kilian Fleischer tief in die Seele und in meine wissenschaftliche Wahrnehmung geprägt. Und ich habe mit großer Aufmerksamkeit wahrgenommen, wie er sich dann eine der spannendsten und anregendsten Themen als Gräzist und Papyrologe, als in Würzburg nicht sehr verwunderlich Experte für Epikur, die Geschichte des Epikureismus während der römischen Kaiserzeit und des Platonismus zugewendet hat, der Bibliothek von Herkulan, die in gewisser Weise, wir werden das jetzt alles ausführlicher hören, mit Philodem in Beziehung steht. Wenn man in der Nationalbibliothek in Neapel steht und entweder selber einmal versucht hat, aus den Stahlschränken die auf Karton geklebten, entrollten Papyri von Herkulaneum herauszuziehen oder gesehen hat, wie das jemand tut, dann sieht man wie immer kleine Teile dieses Textes von dem, was da aufgeklebt ist, auf Darm von der Entrollung aufgeklebt ist, abfallen und sieht, was für eine prekäre und hochkostbare Materie mit den Herkulaneum Papyri vorliegt und ist ganz gespannt auf die neuen digitalen Techniken, auf die neuen Fotografiertechniken, die zu Teilen schon jedenfalls auf einzelne Papyri angewandt werden. Und damit bin ich nun bei dem zweiten großen Schwerpunkt von Herrn Fleischer, nämlich der Untersuchung eines der spannendsten Texte aus dem Herkulaneum-Fund. Ich entsinne mich noch gut, als ich Gräzistik in Tübingen bei Konrad Geiser studierte und Konrad Geiser aus dem Text, über den Herr Fleischer heute sprechen wird, etwas edierte und wir alle zusammensaßen. Das sind vergangene Epochen, denn damals gab es nur die klassischen Hilfsmittel zur Edition und zum Verständnis des Textes. Insofern beschäftigt mich das Thema dieses Berichtes über die Platonische Akademie aus Herkulaneum schon seit unglaublich langer Zeit. Und ich bin bestimmt, wie Sie alle, ungeheuer neugierig. Noch ein letztes Wort dazu. Zum ersten Mal spricht im Rahmen der Lietzmann-Vorlesung jemand, der noch nicht auf einem der großen Lehrstühle dieses Landes oder eines anderen Landes sitzt. Jemand, den wir nach der klassischen deutschen Terminologie Nachwuchswissenschaftler nennen würden, einer schwierigen Terminologie, denn wie unsere Potsdamer Wissenschaftsministerin vor kurzem sagte, Nachwuchs geht in den Kindergarten und hat kein DFG-Forschungsprojekt über Herkulaneum-Papyri. Sie werden, so bin ich ganz gewiss, im Rahmen dieser Vorlesung feststellen, dass Herr Fleischer ein würdiger Sprecher und ein ganz eindrücklicher junger Gräzist und Papyrologe und Philosophiehistoriker und Experte für die Rekonstruktion von Texten aus dem bewegenden Fund von Herkulaneum ist und von Nachwuchs nun in der Tat gar keine Rede sein kann. Lieber Herr Fleischer, ich bin ganz, ganz dankbar, dass Sie bereit sind, zu uns zu sprechen, auch unter diesen besonderen Bedingungen. Ich verspreche Ihnen, wenn wir uns nicht in Neapel sehen, in der berühmten Officina, dann in Berlin zu einem Essen, in Jena zu einem Essen. Ganz gewiss soll dies nicht die letzte und einzige Form dieser Lietzmann-Vorlesung sein, sondern die Geselligkeit, die wir heute nur simulieren können, die werden wir nachholen. Damit, meine sehr verehrten Damen und Herren, habe ich noch längst nicht alles über Herrn Fleischer gesagt, aber ein bisschen versucht, ihn zu charakterisieren. Die Breite, die er hat, hat Frau Bracht schon angesprochen. Die Detailgenauigkeit werden Sie jetzt gleich sehen. Und wenn Sie sich für seine vielen kleineren Beiträge interessieren, dann finden Sie die in seiner Bibliografie auf der Homepage auch wunderbar erwähnt. Ich wünsche Ihnen allen einen ganz wunderschönen Abend und werde jetzt das tun, was Sie vermutlich auch tun, mich hinter den Schirm setzen und darauf hören, was Kilian Fleischer sagt, dem ich ganz, ganz herzlich begrüße und dem ich nun das Wort übergebe. Lieber Herr Professor Markschies, liebe Frau Professor Bracht,
haben Sie zunächst herzlichen Dank für Ihre einleitenden Worte. Es ist mir eine Ehre und Freude zugleich, die diesjährige Hans-Dietzmann-Vorlesung halten zu dürfen. Ja, ich will heute in den nächsten 50 Minuten über ein Thema zu Ihnen sprechen, was für einige im ersten Moment vielleicht wie aus einem schlechten oder auch guten Roman entnommen erscheinen könnte, nämlich über die Wiederentdeckung und Wiedererschließung verloren geglaubter antiker Literatur aus der Asche des Vesuvs. Damit meine ich die Papyri von Herkulaneum, welche für die gesamte Altertumswissenschaft, Philosophie und auch Theologie von hohem Wert sind. Die Anwendung innovativer Techniken an diesen Papyri und neue Editionsverfahren haben in den letzten Jahren die Forschung geradezu revolutioniert und damit auch ungeahnte Perspektiven eröffnet. Herkulanische Papyri, wie etwa Philodems Geschichte von Platons Akademie, geben ganz plötzlich unverhofft zahlreiche neue Informationen preis. Aber gehen wir zunächst einmal einen Schritt zurück und schauen, wie es überhaupt möglich wurde, dass ich heute vor Ihnen über Literatur aus Herkulaneum sprechen kann. Du bittest mich, dir über den Tod meines Onkels zu schreiben, damit du es möglichst wahrheitsgetreu der Nachwelt überliefern kannst. Obwohl er bei dem denkwürdigen Untergang der wunderschönsten Landschaft von vielen Menschen und Städten getötet gleichsam für immer fortleben wird und obgleich er selbst viele Werke von bleibendem Wert verfasst hat, wird die Unvergänglichkeit deiner Schriften noch mehr zu seinem Fortleben beitragen. Er war in Misenum und hatte dort persönlich das Kommando über die Flotte. Am frühen Nachmittag machte meine Mutter ihn darauf aufmerksam, dass eine Wolke von ungewöhnlicher Größe und Form zu sehen sei. Er fordert seine Sandalen und steigt ein Stück hinauf, von wo man sehr gut diese wunderbare Erscheinung beobachten konnte. Eine Wolke erhob sich. Wer sie von Ferne sah, wusste nicht, aus welchem Berg. Dass es der Vesuv war, wurde erst später erkannt. Das Aussehen der Wolke war einer Pinie sehr ähnlich. Mein Onkel ging gerade aus dem Haus. Da erhielt er einen kurzen Brief von Rektina, die wegen der drohenden Gefahren in Angst war, da ihr Anwesen unter dem Vesuv lag und es gab keinen Ausweg außer mit Schiffen. Sie bat ihn, er möge sie aus großer Bedrängnis erretten. Schon fiel Asche auf die Schiffe, und zwar je näher sie herankamen, desto heißer und dichter. Schon Lava und schwarze, angebrannte und im Feuer geborstene Steine. Inzwischen erstrahlten vom Vesuv her an vielen Stellen weite Flammenfelder und hohe Feuerbrände, deren Blitzen und Leuchten durch die Finsternis der Nacht gesteigert wurde. Ja, verehrte Anwesende oder vielleicht eher verehrte Zuhörer, einigen von Ihnen werden diese Auszüge aus einem der eindrucksvollsten Briefe und Augenzeugenberichte der Antike sicherlich bekannt vorkommen. Plinius der Jüngere schildert seinem Freund Tacitus, dem bekannten Historiker, die dramatischen Ereignisse des Jahres 79 nach Christus, als der Vesuv ausbrach und mehrere Städte am Golf von Neapel für Jahrhunderte unter einer meterhohen Asche- und Geröllschicht begrub. Sein Onkel, Plinius der Ältere, kam bei der besagten Rettungsaktion ums Leben. Das Verschwinden ganzer Städte und der unerwartete Tod tausender Menschen über Nacht, das Erlöschen pulsierenden Lebens, ja das augenblickliche Eingefrorenwerden des antiken Alltags durch Verbranntwerden, hat die Menschen der Neuzeit seit jeher fasziniert, aber auch entsetzt. Was als Glücksfall der Archäologie gilt und die antiken Begeisterung der Goethezeit entscheidend mitentfachte, war zugleich auch immer Reflexionspunkt über die Vergänglichkeit alles Irdischen, über den Untergang von Zivilisation und Gesellschaft und über die übermächtigen Kräfte der Natur und des Weltenlaufes, vor denen nichts Bestand hat. Als Kontrapunkt dazu kann nun die Aussage am Anfang des Briefes gelten. Plinius der Jüngere scheint auch mit dieser Naturkatastrophe vor Augen nicht zu fürchten, dass Literatur und somit auch den Werken von Plinius dem Älteren oder von Tacitus jemals das Schicksal des Verlustes beschieden sein könnte. Rufen wir uns doch nochmal in Erinnerung, was Plinius an Tacitus schreibt. Obgleich er, Plinius' Onkel,
selbst viele Werke von bleibendem Wert verfasst hat, wir die Unvergänglichkeit deiner Schriften, Scriptorum tuorum et eternitas, noch mehr zu seinem Fortleben beitragen. Nun ja, glücklicherweise ist uns der Brief des Plinius an Tacitus erhalten, denn die Schrift des Tacitus mit dem Titel Historien hat sich als nicht so unvergänglich erwiesen, wie von Plinius prophezeit. Große Teile dieses Werkes sind im Laufe der Jahrhunderte verloren gegangen. Darunter, etwas ironischerweise, auch den Ewigkeit verheißenden Abschnitten über den Vesuvausbruch. Und damit sind wir praktisch schon mitten im Thema dieser Abendvorlesung angekommen, nämlich der Erhaltung, Wiederentdeckung und Wiedererschließung verloren geglaubter antiker Schriften und verloren geglaubten Wissens infolge des Vesuvausbruchs. Dieser kann nämlich nicht nur als Glücksfall der Archäologie, sondern auch als Glücksfall der klassischen Philologie gelten. Durch ihn wurden, wie in einer Zeitkapsel, griechische, aber auch lateinische Werke von hohem literarischen Wert bewahrt, welche in Spätantike und Mittelalter nicht mehr kopiert wurden und folglich schon für immer verloren schienen. Gewiss, darunter mag auch viel qualitativ Minderwertiges gewesen sein. Aber wüssten wir nicht gerne, wie Tacitus den Bericht des Plinius zum Vesuvausbruch umgestaltet hat? Hätten wir nicht gerne Ciceros verlorene Schrift Hortensius in Gänze, welche dem Leben und Denken des heiligen Augustinus eine so entscheidende Wendung gab? Was ist mit den Liebesgedichten Sapphos und den vielen verlorenen lateinischen Geschichtswerken? Was ist etwa mit dem zweiten Buch der Poetik des Aristoteles? Sie verzeihen mir hoffentlich die kleine Hommage an Umbertus Eccos, der Name der Rose. Ja, viele von Ihnen wissen natürlich nur zu gut, dass man durch in Ägypten, besonders in der Stadt Oxyrhynchus, gefundene Papyri manchen Verlust in der Überlieferung griechischer Literatur immerhin etwas kompensieren könnte. Jedoch wurden diese Papyri meist nur in kleinen Fetzen ohne größeren archäologischen Kontext auf antiken Müllhalden gefunden. Für die Bibelwissenschaften hat gewiss der Fund der Rollen von Qumran ganz neue Horizonte eröffnet und ist von überragender Bedeutung. Das Qumran der klassischen Philologie, um es einmal so auszudrücken, repräsentieren die sogenannten herkulanischen Papyri. Hunderte von Papyrusrollen bzw. Rollenfragmenten der einzig erhaltenen Bibliothek der Antike. Bei dem Vesuvausbruch wurde neben Pompeji auch das nahegelegene Herculaneum, eine schmucke Kleinstadt, vom Vesuv verschüttet. Der ganze Golf von Neapel galt in der Antike als Rückzugsort der römischen Oberschicht. Hier widmete man sich der Muse und viele Dichter ließen sich von dieser Gegend inspirieren. Besonders ist etwa der Kreis um den Epikureer Siro zu nennen. Vergil ist ja bekanntlich sogar am Golf von Neapel begraben. Nach einem über anderthalb Jahrtausende währenden Dornröschenschlaf wurden in Herculaneum im frühen 18. Jahrhundert bei Brunnenbauarbeiten Marmorstatuen gefunden, was Grabungen, heute würde man sagen Raubgrabungen, anstieß. Tunnel wurden in das Gelände hineingetrieben und gezielt nach Kunstschätzen gesucht. Kein anderer als Winkelmann berichtete in seinem Sendschreiben von den herkulanischen Entdeckungen über diese Funde und begründete damit letztlich die Archäologie und die Kunstgeschichte. Bei den Ausgrabungen stieß man auf die bisher größte bekannte Villa der Antike, die sogenannte Villa dei Papiri oder auch Villa dei Pisoni genannt. Vermutlich war diese luxuriöse Villa von beeindruckenden Dimensionen von Caesars Schwiegervater Lucius Calpurnius Piso Caesoninus als eine Art Sommerresidenz erbaut worden. Die Villa ist bis heute fast völlig unterirdisch und praktisch sind die meisten Teile nicht mehr zugänglich. Ihr Grundriss konnte damals dennoch vom Schweizer Ingenieur Karl Weber rekonstruiert werden. Einen Nachbau dieser Villa anhand von Webers Ausgrabungsplan hat übrigens in den 1970er Jahren der exzentrische Milliardär John Paul Getty in Malibu, Kalifornien, errichten lassen. Die sogenannte Getty-Villa. Hier einige Bilder. Im Zuge der sogenannten bourbonischen Ausgrabungen stießen Arbeiter 1752 auf seltsame Gebilde, welche sie zunächst für verkohlte Wurzeln oder Fischernetze hielten und wieder wegwarfen oder gar verbrannten.
Zufällig fiel eines der Objekte herunter, zerbrach und Schriftzeichen wurden sichtbar. Die Grabungsleitung erkannte, dass es sich hier um antike, karbonisierte Schriftrollen handeln musste. Innerhalb weniger Monate wurden über 1000 dieser Objekte geborgen, teils noch in originalantiken Schränken oder Kisten befindlich, aber über mehrere Räume verteilt. Vermutlich hatte man versucht, einige Rollen vor der Hitze und dem Ascheregen während des Vesuvsausbruchs in Sicherheit zu bringen. Schon bald wurde klar, dass man hier Überreste der einzig erhaltenen Bibliothek der Antike vor sich hatte. Die Kunde davon verbreitete sich wie ein Lauffeuer im gebildeten Europa seiner Zeit und die Rollen wurden bald als den Statuen gleichwertige Schätze des Königs angesehen. Ja, es stellte sich nun heraus, dass es sich bei der griechischen Bibliothek der Villa wohl um die des Epikureas Philodem von Gadara handelt, da Dutzende Rollen ihn als Autor ausweisen und sich auch Autorenmanuskripte seiner Bücher darunter finden, zum Beispiel Philodems Index Academicorum. Wie es sich für einen Epikureer gehört, enthielt seine Bibliothek Bücher Epikurs und berühmter Epikureer, welche in der Spätantike quasi alle verloren gingen. Epikurs 37 Bücher umfassendes Periphysios, Herr Markschies hatte gerade deren Rezeption durch Dionysios von Alexandria angesprochen, befand sich wohl in Komplettfassung in der Bibliothek. Viele von ihnen werden Inhalte des Werkes vornehmlich durch Lucrezens De Rerum Natura kennen. Cicero rekurriert auf Philodem als Pisos Hausphilosophen in seiner Rede gegen den vormaligen Konsuln in Pisone. Cicero charakterisiert Philodem bei aller Polemik doch als kultivierten Epikureer. Auch Horaz erwähnt Philodem. Dieser Philodem war es, der mit anderen die epikureische Philosophie in Rom und Italien mit einbürgerte. Philodem stand mit Ciro und den Augusteern Vergil, Plotius Tucker, Quintilius Varro und Lucius Marius Rufus in freundschaftlichem Kontakt und Austausch. Alle fünf sind übrigens in der Herulanischen Papyri erwähnt. Philodem hat auch Einfluss auf deren Dichtung und epikureische Prägung ausgeübt. Über eine Beziehung Philodems zu Horaz und Lucrez und wie die genau ausgesehen haben könnte, wird diskutiert. Philodem legte ganz offenbar großen Wert auf Ethik, weniger auf Naturphilosophie, was wohl eine Konzession an sein eher praktisch orientiertes römisches Umfeld gewesen sein dürfte. Nun ergab sich nach der Entdeckung der Rollen ein Problem. Wie sollte man diese hochfragilen Gebilde öffnen? War ein zusammenhängender Text im Inneren der Rolle überhaupt erhalten? Tatsächlich hat ein an sich völlig unwahrscheinliches Zusammenspiel physikalischer Begebenheiten während des Vesuvsausbruchs dazu geführt, dass die Papyrusrollen der Villa nicht verbrannt, sondern karbonisiert wurden und sich dadurch über mehr als 1500 Jahre im Boden erhalten haben. Die ersten grobschlächtigen Versuche zum Öffnen der Rollen wurden nach ihrer Entdeckung vom Museumsleiter Portici Camillo Paderni unternommen. Da er die Rollen nicht einfach aufwickeln konnte, weil sie gleichsam zu Klumpen verbacken waren, Sie sehen das hier schön auf der Folie, schnitt er sie in der Mitte durch und kratzte die beiden Hälften Stück für Stück von innen nach außen aus, wobei er immer die sichtbare Lage abzeichnete. So ging die Rolle zwar verloren, aber immerhin hatte man etwas Text gewonnen. Dieses Vorgehen war natürlich völlig unbefriedigend auf die Dauer und so wurde schon nach kurzem der Jesuitenpater Antonio Piaggio mit der Öffnung der Rollen betraut. Er entwarf einen ausgeklügelten Mechanismus, die sogenannte Macchina di Piaggio, mit welcher er im Schneckentempo begann, die Papyri zu entwickeln. Dazu klebte er eine feine Haut an die Außenseite der Rollen und zog sie durch ihr Eigengewicht, immer nur wenige Millimeter am Tag auf. Diese Art der Aufwicklung mit der Piaggio-Maschine wurde noch bis ins frühe 20. Jahrhundert praktiziert. Jedoch war es aufgrund der inneren Verschmelzungen der Rollen oftmals gar nicht mehr möglich, aus diesen überhaupt oder viel Text zu gewinnen.
Nach dem Aufwickeln wurden die Rollen in verschiedene kleine Stücke geschnitten und auf Rahmen, italienisch Cornici, geklebt. Sie sehen an diesem Bild exemplarisch, dass die Texte an vielen Stellen Lücken haben und sehr zerstört sind. Ein viel größeres Problem ergibt sich aber durch den Umstand, dass die Papyri mit kohlebasierter Tinte beschrieben wurden und nach der Karbonisierung nun letztlich Kohle auf Kohle bzw. Schwarz auf Schwarz stand. Nicht nur der fehlende Kontrast ist ein Problem, sondern die Buchstaben des Originals verschwinden vor den Augen des Lesers, wenn er sein Sichtfeld nur wenige Grad ändert. Dies hat mit der Reflexion des Lichtes bei der speziellen Oberfläche der Papyri zu tun. Die Oberfläche ist nämlich nicht eben wie ein Blatt, sondern auf kleinstem Raum hügelig. Ferner blieben beim Aufwickeln der Rollen öfters Teile einer Lage an einer anderen Lage kleben, welche wieder zurückversetzt werden müssen. Herkulanische Papyrologen sprechen in diesem Zusammenhang von Sophroposti und Sottoposti. Deren Rückplatzierung an ihre ursprünglichen Stellen im Papyrus ist erst in den vergangenen 2 Jahrzehnten mittels mathematisch-bibliometrischer Verfahren perfektioniert worden. Nun wurden zunächst vor 200 Jahren für die Veröffentlichung die Papyri von sogenannten Dissignatori abgezeichnet, also Abzeichner, welche des Griechischen nicht mächtig waren, damit so bewusst oder unbewusst philologische Korrekturen beim Abzeichnen verhindert würden. Bei vielen dieser Abzeichnungen, in der Fachsprache die Segni genannt, unterliefen wegen der Dunkelheit des Papyrus und der trügerischen Reflexion des Lichtes oft unabsichtliche Fehler. Diese Abzeichnungen sind jedoch bis heute von großem Wert, da die Papyri in den letzten 200 Jahren immer weiter zerbröselt, ausgeblasst und zerfallen sind. Für die meisten Abzeichnungen der herkulanischen Papyri existieren 2 Versionen von Dissenyi, die nach ihren heutigen Aufbewahrungsorten Oxforder und neapolitanische Dissenyi genannt werden. Ja, nun dürften viele von Ihnen annehmen, dass bis heute eigentlich alle Papyri aufgerollt sind, halbwegs akzeptable Ausgaben der meisten Texte vorliegen und allenfalls noch Verbesserungen im Detail möglich sind. Dies ist erstaunlicherweise nicht der Fall. Viele Papyri wurden nämlich erstmalig im späten 19. oder frühen 20. Jahrhundert ediert, manche auch schon Mitte des 19. Jahrhunderts, und zwar auf Basis der Dissenyi und nur in wenigen Fällen mit Autopsie in Neapel und wenn, dann nur sehr flüchtig. Diese Dissenyi sind aber, wie gesagt, oft fehlerhaft und bieten in vielen Passagen schlichtweg gar keinen Text, obwohl im Original Buchstaben ganz klar lesbar sind. Ferner sind viele Ergänzungen früherer Herausgeber heute mit einem einfachen Blick auf das Original zu falsifizieren und insbesondere haben frühere Herausgeber mitunter auch recht willkürlich und fantasiereich rekonstruiert. So, Herr Markschies hat auch schon die Officina dei Papiri angesprochen. Ja, die Papyri sind tatsächlich seit Anfang des 20. Jahrhunderts in der Officina dei Papiri, einer Sektion der Bibliotheca Nazionale in Neapel, aufbewahrt. Nach einem Abflauen des Interesses kam es seit 1969 mit Gründung des CISPE, des Centro Internazionale per lo Studio dei Papiri Herculanesi, wieder zu verstärkter Forschung an den Papyri. Bis etwa ins Jahr 2000 war es noch oft üblich, anhand der Dissenyi zu arbeiten, um das Original nur bei Problemen für besondere Passagen zu prüfen. Zwar wurde seit den 60er Jahren immer größerer Wert auf Arbeit am Original gelegt und die Einführung von immer besseren Mikroskopen führte zu Fortschritten in manchen Passagen, aber das Lesen der Papyri im Original gestaltete sich weiterhin schwer und ermüdend. Änderte sich vor etwa 20 Jahren mit den sogenannten Multispektralbildern. Diese Bilder erfassen Licht jenseits der Wellenlängen, welche das menschliche Auge wahrnehmen kann, und enthüllen somit Text, wo man im Original mit bloßem Auge nichts oder kaum etwas sehen würde. Sie sehen hier ein Multispektralbild und im Vergleich dazu ein Bild mit einer normalen Kamera derselben Passage des Papyrus. Wie Sie sehen, sieht man da nicht viel.
Die Multispektralbilder wurden Anfang der 2000er von einem Team der Brigham Young University, das ist in Utah, um Roger McFarlane von der gesamten herkulanischen Sammlung gemacht. Sie erlauben es nun auch, Papyri von anderen Orten der Welt aus als Neapel gleichsam am Original zu studieren. Die Multispektralbilder führten zu erheblichen Verbesserungen der Texte und damit einhergehend neuen Erkenntnissen. Jedoch blieb eine Arbeit am Original in Neapel weiterhin unverzichtbar, da auch auf Basis der Multispektralbilder die komplexe Stratigraphie der Papyri oft nicht richtig erkannt werden kann. So zeigen die Bilder, die Multispektralbilder, einige Einzelheiten der Papyri, etwa Löcher oder den Schatten von aufgewellten Teilen, teils falsch als Tinte an. Ja, Papyrologen sind folglich seit 20 Jahren nicht zuletzt damit beschäftigt, auf Basis der Multispektralbilder alte Ausgaben bereits aufgerollter Papyri zu revidieren, mit teils erheblichem Neugewinn an Erkenntnis. Weitere Treiber besserer Ausgaben sind neue Methoden zur mathematischen Rekonstruktion der ursprünglichen Rollen, was auch deshalb nötig ist, weil es im 18. und 19. Jahrhundert bei der Katalogisierung der Papyri und dem Kleben auf Rahmen zu heilloser Unordnung und chaotischer Nummernzuteilung kam. Teile ein und derselben Rolle sind heute unter verschiedenen Inventarnummern zu finden oder eben auch nicht zu finden. Hier hat in den letzten Jahren akribische Archivarbeit in den Unterlagen der Officina wieder zusammenführen können, was zusammengehört. Während also die Multispektraltechnik bei geöffneten Papyri zu Fortschritten führte, stehen prinzipiell drei Metafragen oder Dauerfragen der herkulanischen Papyrologie im Fokus. Erstens, es besteht die realistische Möglichkeit, dass viele Rollen vor 250 Jahren bei der Ausgrabung oder eher unterirdischen Durchtunnelung der Villa noch nicht gefunden wurden. Soll weiter in der Villa gegraben werden? Vielleicht gar systematisch nach weiteren Rollen in der Villa gesucht werden? Wie kann dies geschehen oder forciert werden? Ist die lateinische Sektion der Bibliothek noch unentdeckt? Zweitens, in der Sammlung der herkulanischen Papyri in der Nationalbibliothek in Neapel liegen bis heute etwa 300 oder sogar Teile von bis zu 800 unaufgewickelten Rollen. Kann man diese unaufgewickelten Rollen mit modernen Techniken noch öffnen? Und wenn ja, wie und bis wann? Drittens, welches Potenzial haben die schon geöffneten Papyri? Wie defizitär sind ältere Ausgaben wirklich? Gibt es neben den Multispektralbildern neue Bildgebungsverfahren zum Lesen schon aufgerollter Papyri? Was ist schon geöffnet, aber wurde noch niemals ediert? Zur ersten Frage nur ganz kurz. Das Ziel weiterer Grabungen in der Villa mit Suche nach Papyri wird unter anderem von der Herculaneum Society forciert. Der Anfang der 2000er gegründeten wachsenden Gesellschaft gehören interessierte Laien und Forscher an. Die Gesellschaft sitzt in Oxford, hat aber mittlerweile auch einen amerikanischen Zweig und, wer weiß, so meine persönliche Hoffnung, in Zukunft vielleicht ja auch einen deutschen Zweig. Jedoch sieht es zurzeit nicht so aus, als ob neue Grabungen in naher Zukunft in der Villa vorgenommen würden. Gewiss auch aus vertretbaren archäologisch-konservatorischen Motiven heraus. Aber das Fundpotenzial wäre meines Erachtens enorm. Die zweite Frage ist nun virulenter. In den 90er Jahren hat man alles in allem mit wenig Erfolg noch einmal versucht, einige Rollen mit einer speziellen Methode, der sogenannten Oslo-Methode, zu öffnen. Aber die Ergebnisse haben dann dazu geführt, bis auf Weiteres von physikalischen Entrollungsversuchen Abstand zu nehmen. Was den wenigsten von Ihnen bewusst sein dürfte, es liegen heute noch hunderte ungeöffnete Rollen in Neapel in der Officina dei Papiri. Es steht zu erwarten, dass in diesen Rollen noch viele griechische, aber auch lateinische Texte schlummern und insgesamt wohl mehr Text noch zu entrollen ist, als bisher schon entrollt wurde. Kürzlich wurde etwa ein historisches Werk von Seneca dem Älteren unter den aufgerollten Papyri identifiziert, was nicht lange vor 40 nach Christus geschrieben
vor 40 nach Christus geschrieben worden sein kann, Verzeihung. Dies bedeutet, 40 nach Christus, dass die Bibliothek auch noch lange nach Philodem bis zum Vesuv-Ausbruch wahrscheinlich up-to-date gehalten wurde. Somit könnten einige lateinische Autoren, mal rein hypothetisch, genauso wie wenige Jahrzehnte später etwa Plinius, in ihren Werken beiläufig auch auf die ersten Christen Bezug genommen haben. Derweil ich ganz ehrlich sagen will, mit genuin christlichen Texten ist aufgrund des Terminus antiquem 79 kaum zu rechnen. Kann man die ungeöffneten Rollen nun am besten öffnen? Ist eine Öffnung überhaupt möglich? Seit einigen Jahren versucht ein Forscherteam aus Kentucky und den Physiker Brent Seals mit immer vielversprechenden Zwischenergebnissen die Rollen virtuell aufzurollen. Das heißt, anhand von mit einem Synchrotron gewonnenen Röntgendaten, ich nutze das Wort Röntgen jetzt hier mal ganz unwissenschaftlich zur Illustration, mit diesen Daten die Schrift im Inneren der Rollen sichtbar zu machen, ohne diese Rollen mechanisch aufzuwickeln und dabei das Risiko von Zerstörung einzugehen. Im Jahre 2016 gelang Brent Seals bereits ein solches aufsehenerregendes virtuelles Aufwickeln bei einer karbonisierten Papyrusrolle vom Toten Meer. Allerdings war die Tinte des verkohlten Papyrus in diesem Fall bleihaltig und nicht kohlebasiert, was die Sache etwas vereinfachte. Sie sehen links die Rolle, die wurde niemals aufgewickelt, sondern nur virtuell. Rechts sehen Sie den Text, das ist Levitikus. Zusätzlich zu Brent Seals wurden zwei andere Teams, eins um Vito Macella und eins um Graziano Ranocchia aktiv, jedes mit etwas divergierenden Ansätzen. Ihre Ergebnisse wurden in bekannten naturwissenschaftlichen Journals publiziert. Sie standen in gewisser Rivalität zueinander und lösten auch ein sehr vernehmliches Medienecho mit ihren Forschungen aus. Im letzten Jahr hat Brent Seals in Malibu bei einem Vortrag in der Getty Villa, dem ich beiwohnen durfte, im Rahmen einer Sonderausstellung zu Herrn Laneum angekündigt, dass er das Problem nun über Machine Learning lösen will und bald auch wieder in Neapel vor Ort arbeiten wird. Als Grundlage des Machine Learning dienen bereits aufgerollte Papyri. Ja, für die technischen Details verweise ich auf die Publikationen, Interviews und Videos aller Forscherteams, welche Sie hier bequem online finden können. Aufgrund der nun schon lange währenden Arbeiten ist zwar eine gewisse Skepsis nicht unberechtigt, aber die Aussagen von Brent Seals lassen es möglich erscheinen, dass schon in sehr naher Zukunft ein Durchbruch gelingen könnte. Das heißt, die Rollen virtuell aufgewickelt werden könnten. Wenn, und ich betone, wenn es gelingen sollte, diese Hunderten von Rollen virtuell aufzuwickeln und den Text in den Rollen lesbar zu machen, wäre dies, verzeihen Sie mir meinen Enthusiasmus, fast so etwas wie eine kleine zweite Renaissance. Mit einem Male würden dann Hunderte relativ frühe antike Texte zum Vorschein kommen, die ganz neue Perspektiven für die Altertumswissenschaften eröffnen. Aber etwa auch Theologen würden profitieren, da nicht wenige der herkulanischen Papyri theologischen Fragen gewidmet sind. Allerdings fängt in dem Moment, wo die Physiker bzw. Informatiker ihre Arbeit getan haben, die Arbeit des Papyrologen und klassischen Philologen erst richtig an, nämlich Ausgaben dieser Texte zu besorgen und sie so der Wissenschaft verfügbar zu machen. Der dritte Punkt aus der Rubrik die großen Metafragen und Hoffnungen der herkulanischen Papyrologie betrifft nun die schon geöffneten Papyri und ihr Potenzial. Das soll jetzt auch so den Rest des Vortrags ausmachen. Zunächst zur technischen Seite, das heißt neuer Technik beim Lesen geöffneter Papyri. Als letzter großer technischer Fortschritt bei der Erforschung schon geöffneter Papyri kann eine Technik gelten, an deren Erforschung ich von 2016 bis 2018 in meiner Zeit in Neapel selbst beteiligt war. Um die Rückseite von Philodems Geschichte der Akademie, Herr Markschies hat den Text schon angesprochen, sichtbar zu machen, erinnern sich, die Papyri sind heute auf Rahmen geklebt, wie in dem Bild, waren zwei französische Physikerteams mit unterschiedlichen Ansätzen in der Officina dei Papyri. Primäres Ziel war das Durchröntgen der Vorderseite
um den Text auf der Rückseite sichtbar zu machen, was auch teilweise gelang. Sie sehen das hier im Bild. Jedoch stellten wir zu unserer Überraschung fest, dass diese sogenannten Hyperspektralbilder, welche nochmals einen größeren Wellenlängenbereich als die Multispektralbilder abdecken, auch ganz unverhofft einen wesentlich besseren Kontrast der Vorderseite des Papyrus lieferten. Es wurden nun Buchstaben sichtbar, die weder mit bloßem Auge noch auf den Multispektralbildern zu erkennen waren. Bisher konnte mit dieser Hyperspektraltechnik nur experimentierweise Philodems Index Academicorum fotografiert werden. Diese Hyperspektralbilder haben es mir erlaubt, den schon auf Basis der Multispektralbilder um fast 20% verbesserten Text des Index Academicorum noch einmal um 5 bis 10% zu verbessern, das heißt zu vermehren. Das heißt, viele neue Informationen zur Akademie zu gewinnen. Vermutlich ist es lohnenswert, die gesamte herkulanische Sammlung, also alle schon geöffneten Papyri, 20 Jahre nach den Multispektralbildern mit dieser Hyperspektraltechnik erneut zu fotografieren. So, nach diesen Ausführungen zu neuen Techniken möchte ich Ihnen nun an einem konkreten Beispiel illustrieren, wie bereits herausgegebene Texte verbessert werden können. Das heißt, durch neue Editionen, neue antike Literatur mit neuen Informationen entsteht. Ja, dazu will ich zu Ihnen über meine Arbeit am sogenannten Index Academicorum sprechen. Dieser Papyrus stellt ein philosophiehistorisches Werk Philodems über die Geschichte von Platons Akademie dar. Es handelt sich dabei trotz Philodems Autorschaft nicht wirklich um epikureische Literatur, sondern um eine faktisch-sachliche Darstellung der Entwicklung der platonischen Akademie von Platon bis in die Gegenwart Philodems. Der Index Academicorum ist Teil eines mindestens 10-bändigen Werkes mit dem Titel Syntaxis, Ton, Philosophon, übersetzt etwa Zusammenstellung von Philosophen. Das Werk war bis zum Fund der herkulanischen Papyri nur durch eine Erwähnung bei Diognes Laertius bekannt. Einige herkulanische Papyri sind dem Werk mit Sicherheit oder hoher Wahrscheinlichkeit zuzuweisen. So haben wir separate Bücher über die Akademiker, die Stoiker, die Epikureer, Sokrates, womöglich Vorsokratiker und ein Buch über Dialektiker und Kyniker. Diese philosophiehistorischen Bücher Philodems gewähren uns oftmals einzigartige, nirgends sonst überlieferte Informationen zu Philosophen und philosophischen Entwicklungen. Ferner sind sie auch quellengeschichtlich bedeutsam, insofern sie aus sehr frühen Autoren schöpfen, welche später verloren gingen. Der Index Academicorum nimmt unter den herkulanischen Papyri eine Sonderstellung ein. Er ist das einzige gesicherte, umfangreichere Autorenmanuskript der herkulanischen Bibliothek. Eine vorläufige Arbeitsfassung Philodems, welche dann, womöglich über einen weiteren Zwischenschritt, zur Endversion ausgearbeitet wurde, von der wir auch einige ganz wenige Reste haben. Der Papyrus hat alle Charakteristika von Work in Progress. Einfügungen, Verweise, kurze Randbemerkungen, Tilgungszeichen, Dupletten, Transpositionszeichen, überflüssige Exzerpte. Es ist noch eine gewisse Unordnung in diesem Konzeptpapyrus zu konstatieren, wobei die Konturen der Endversion schon klar erkennbar sind. Ferner ist der Papyrus auch der einzig umfangreichere Opistograph der Sammlung. Opistograph meint, dass auch auf der Rückseite, im sogenannten Verso des Papyrus, einige Kolumnen geschrieben wurden, welche Philodem oder sein Schreiber nach weiterer Recherche nachtrugen, nachdem auf der Vorderseite schon der erste Entwurf stand. Auf der Vorderseite befinden sich 40 Kolumnen, auf der Rückseite 12. Folglich ist dieser Papyrus allein material- bzw. buchgeschichtlich schon sehr bedeutsam, da er uns erlaubt, den Arbeitsprozess antiker Autoren, zumindest den Philodems, nachzuvollziehen. Wir können Philodem hier
beim Werden seines Buches quasi über die Schulter schauen. Doch wird dieser buchgeschichtliche Aspekt von dem Inhalt des Papyrus noch einmal in den Schatten gestellt. Der Index Academicorum überliefert uns Informationen zu Platon und seinen Nachfolgern bis in die Zeit Philodems, welche von der Überlieferung oft gänzlich unterschlagen wurden. Während einige dieser Informationen doch als eher belanglos gelten können, erhellen viele andere die Biografien und Entwicklungen namhafter Akademiker in solchem Ausmaße, dass der Papyrus während der letzten 150 Jahre immer wieder das Interesse bekannter Philosophen und klassischer Philologen auf sich zog. Damit Sie einen Eindruck davon erhalten, wie der Text heute aussieht, Sie haben jetzt schon einige Bilder gesehen. Ja, das ist der Papyrus heute im Original. Sie erkennen, dass der Text in vielen Passagen sehr löchrig ist und die Tinte nicht immer gut vom Hintergrund zu unterscheiden ist. Der wie Tesafilm aussehende Hintergrund ist die Haut, eine Art Salamihaut, welche vor 250 Jahren beim Entrollen des Papyrus auf die Rückseite geklebt wurde. Diese wurde dann samt Papyrus auf Kartons geklebt. Der Papyrus ist heute ohne größere Zerstörungen nicht mehr von diesen Kartons ablösbar. Hier die Multispektralbilder, mit denen ich lange alleinig arbeiten musste für diesen Papyrus. Und zum Vergleich ein Hyperspektralbild von derselben Passage. Hier erkennen Sie Nachträge bzw. Ergänzungen, die Philodem vorgenommen hat, nachdem er seine erste Entwurfsskizze beendet hatte. Er hat dann später, wenn er irgendwie noch in anderen Quellen Informationen gefunden hat, hat er sie einfach unter dem Haupttext mit ganz klein nachgetragen. Meine Arbeiten an der Neuedition des Papyrus sind schon recht fortgeschritten und werden am Ende ca. 30% mehr bzw. verbesserten Text liefern. Das heißt, zig hunderte neue Wörter, darunter die komplette Rekonstruktion bisher als fruchtlos geltender Passagen. Dieser textuelle Fortschritt geht bei der engen Informationsdichte des Papyrus mit zahlreichen neuen Fakten zu Platon und seinen Nachfolgern in der Akademie einher. Die bisherige Ausgabe von Morandi, noch gar nicht so alt, von 91, konnte leider noch nicht auf die Multispektralbilder zurückgreifen, geschweige denn auf die Hyperspektralbilder, welche noch mal einen erheblichen Textzuwachs ermöglicht haben. Entscheidend war aber neben den neuen Bildern und einer Autopsie über 2 Jahre hinweg in Neapel auch die Anwendung eines neuen Editionssystems und ein detailliertes diplomatisches Transkript. Ein Grundanliegen meiner neuen Edition ist es, den neuen Text auch in einer solchen Form zu präsentieren und mit Einleitung und Kommentar zu kontextualisieren, dass er nicht nur von Papyrologen, sondern von allen Altertumswissenschaftlern, aber auch von Philosophen und Theologen fruchtbringend verwendet werden kann. Wenn ich nun davon spreche, dass bis zu 30% mehr Text im Papyrus vorhanden sind oder in meiner Edition vorhanden sind, bedeutet dies nicht, dass man nun gemütlich mit den neuen Bildern 20-30% mehr Text ablesen kann. Das ist nicht der Fall. Vielmehr sind es vielleicht nur 1 oder 2% mehr Text, die man abliest. Aber wenige Buchstaben mehr reichen manchmal aus, einen Dominoeffekt auszulösen, um nicht nur komplette Wörter zu lesen, sondern durch diese auch die bisher sinnlosen Buchstabenkombinationen in der Nähe zu einem stimmigen Text zusammenzufügen. Das Beispiel in der Folie zeigt dies deutlich. Es ist wie in einer Art anspruchsvolleren Kreuzworträtsel. Je nach individueller Begabung werden Sie durch das Versuchen ab einem bestimmten Punkt mit nur einem zusätzlichen Buchstaben oder 2 mehr wissen, welche Redewendung hier stand. In der 2. Zeile haben Sie wahrscheinlich noch Schwierigkeiten. Aber nur 2 zusätzliche Buchstaben, die beiden Äs, bringen Sie wahrscheinlich auf das Wort gräbt und fällt, sodass Sie dank dieser 2 Buchstaben mehr letztlich einen sinnigen Satz von 41 Buchstaben wiederherstellen können.
Tatsächlich dauert die Rekonstruktion nur weniger Zeilen solcher Papyri, manchmal mehrere Wochen, da sie wie in einem Kreuzworträtsel oder auch einem Schachspiel verschiedene Kombinationen oder Pfade, das heißt lexikalische Varianten für die Lücken, austesten müssen. Dabei ist auf innere Logik und Kohärenz des Rekonstruierten zu achten, unter strikter Vermeidung spekulativ willkürlicher Ergänzungen. Das Lesen und Edieren dieses und anderer herkulanischer Papyri ist eine psychokognitive Herausforderung, die mit dem Erkennen bzw. Studieren eines Escher-Bildes als Basis für eine sprachlich-kombinatorische Rekonstruktion zu vergleichen ist. Ich will Sie nun aber nicht mehr länger allzu sehr mit diesen mikrophilologischen Details der Rekonstruktion behelligen. Auch wenn in diesen der Schlüssel für den Textzuwachs lag, will ich Ihnen lieber kompakt eine kleine Auswahl von neuen Erkenntnissen präsentieren. Auf einem neu entdeckten Rahmen, Konitsche, finden sich drei weitere Kolumnen zu Platon mit dem Erwerb pythagoreischer Bücher. Neulesungen führen zu einer Neubewertung und vielleicht Neudatierung von Platons Verkauf auf Ägina als Sklave. Ferner konnten viele Verbesserungen in den Kolumnen zu Speusipp, Xenokrates, Herakleides Ponticus und Chiron vorgenommen werden. Auch haben wir nun den vollständigen Titel eines Werkes des Hermipp und insbesondere konnte eine bisher unbekannte Rede von Hyperedes, also ein Auszug natürlich, nicht die komplette Rede, samt Titel im Papyrus identifiziert werden. Auch lesen wir nun den Namen eines neuen Krieges aus klassischer Zeit, der sogenannte Hyperasische Krieg. Auch die Kolumnen zu Polemon und Akesilaos wurden grundlegend überarbeitet. Die Viten des Lakydes und des Kaniades warten ebenfalls mit einigen Überraschungen auf. Zahlreiche Neulesungen ziehen prosopographische Änderungen zur neuen Akademie nach sich. Von besonderem Interesse ist ein sich über 6 Kolumnen erstreckendes, wörtliches Exzerpt in Versform aus der Chronik des Apollodor von Athen, welches quasi durchgehend exklusive, sonst nirgends überlieferte Nachrichten enthält. Die Apollodor-Verse wurden vor wenigen Monaten von mir in einer gesonderten Monographie besprochen. Ferner sind die letzten 4 Kolumnen des Papyrus von außerordentlicher Bedeutung, da Philodem hier mehrere Selbstbezüge macht. Er spricht unter anderem davon, dass er in Alexandria weilte. Und er tritt auch als zeitgenössischer Gewährsmann, unter anderem sagt er, dass er ein Bekannter von Antiochos von Askalon war, auf. Ferner verdanken wir fast ausschließlich diesen Kolumnen eine Rekonstruktion des Lebens des Philo von Larissa, dazu gleich zum Abschluss der Vorlesung noch. Am Ende der Rolle findet sich nicht, wie bisher gedacht, eine Rekapitulation des Index Academicorum, sondern eine Vorschau auf das nächste Buch zu Dialektikern und Kynikern. Rein buchgeschichtlich oder materialgeschichtlich ist erwähnenswert, dass die Kolumnen auf dem Verso des Papyrus nun mittels eines Lochabgleichs der Decennii recht genau lokalisiert werden konnten, was durch die Hyperspektralbilder im Wesentlichen bestätigt wurde. Darüber hinaus wurden auf dem Verso und an der Randnotiz dieselben Hände identifiziert, wobei auf dem Verso jemand in der ersten Person sagt, dass er etwas hinzufügen will. Eine Aussage, die ganz offenbar nicht für die Endfassung bestimmt war. Vielleicht, aber da muss ich noch zu forschen, ist dies sogar die Hand von Philodem selbst. Auch wurden Teile der Rolle zerschnitten und wieder zusammengeklebt. So, zum Schluss dieses Vortrages will ich Ihnen vor einem Fazit noch ganz kurz an einem konkreten Beispiel demonstrieren, wie die Neurekonstruktion einer Passage im Papyrus aussehen kann. Man sieht, wie Neulesungen neue Fakten zu Philosophen hervorbringen. Das konkrete Beispiel ist nun nicht wegen seiner philosophischen Relevanz, sondern aus ganz aktuellem Anlass gewählt, wie Sie gleich sehen werden. Diese Passage steht am Ende der Biografie des letzten skeptisch-akademischen Schulleiters der Akademie und Cicero-Lehrers Philo von Larissa. Die Passage las sich bisher wie folgt. Er, Philo, starb im Alter von 63 Jahren unter dem Archon Niketes in Italien
im dritten hinzulaufend und seine Schule. Sie sehen, der Text ist lückenhaft und macht bisher keinen wirklichen Sinn. Bisher konnten Philologen die Lücken noch nicht schließen. Letztlich hätte hier a priori alles Mögliche stehen können. Der Schlüssel zur Neurekonstruktion war nun insbesondere die seltene Buchstabenkombination Alpha, Rho, Rho, Omega, Iota, sowie die Isolierung von Buchstaben als zu einer Einfügung zugehörig. Nun bedurfte es noch ein weniger philologische Arbeit, sprich Überlegungen zur Grammatik und Syntax, um die Passage wiederherzustellen. Die neue Rekonstruktion der Passage lautet wie folgt. Philo starb im Alter von 63 Jahren unter dem Archonikites in Italien im Zuge einer respiratorischen Viruserkrankung, Katarrh, welche damals die gesamte Welt heimsuchte. Die Zeilen enthalten ganz offenbar die genauen Umstände von Philos Tod. Bisher wusste man nichts darüber. Die Neulesung zeigt, dass er ganz offenbar im Zuge eines Katars ums Leben kam, welcher die ganze Welt heimsuchte. Worum es sich bei diesem Katar handelt, können wir durch eine Beschreibung des Wortes bei Philostrat und auch aus anderen Quellen erschließen. Dort heißt es, eine Krankheit brach in Rom aus, welche die Ärzte Katar nennen. Ihre Symptome sind Husten und Heiserkeit der Stimme. Ja, aus dieser Stelle und wie gesagt aus anderen Quellen wird deutlich, dass für Katar wohl respiratorische Viruserkrankung zu übersetzen ist, also ein Virus, der die Atemwege befällt. Solche Erkrankungen können natürlich teils tödlich verlaufen. Ja, als ich diese Neulesung vor etwa 4 Jahren machte und die Stelle für einen Artikel ausführlich besprach, da kamen mir respiratorische Viruserkrankungen pandemischen Charakters, denen man in Italien zum Opfer fällt, wie ein groteskes Gespenst aus der Antike ohne echten Gegenwartsbezug vor. Und heute kann ich wegen einer respiratorischen Viruserkrankung pandemischen Charakters nicht live vor Ihnen in Jena und Berlin sprechen, sondern tue dies über Zoom. Es war beinahe etwas unheimlich, wie sich diese Neulesung über Nacht auf seltsame Weise der Gegenwart aufgedrängt hat. Philo von Larissa ist also an einer antiken Form von Covid gestorben. Bisher wussten wir dies nicht. Nur der Index Academicorum hat diese Information bewahrt. Aber wie Sie sehen können, solche Informationen in der Regel nicht einfach abgelesen werden, sondern müssen philologisch, papyrologisch herausgearbeitet werden. Nun zur letzten Folie und einem Schlussfazit. Trotz der schwierigen Situation, in der wir uns wahrscheinlich gerade alle befinden, will ich diesen Vortrag doch mit einem positiven Ausblick beschließen, zumindest was die herkulanischen Papyri angeht. Erstens. Es besteht ein großes textuelles Potenzial bereits aufgerollter Papyri, sowohl schon edierter als auch unedierter. Der Fortschritt bei Neuausgaben schon früher edierter Papyri ist dem Umstand zu verdanken, dass wir nun mit den Multispektralbildern und in Zukunft vielleicht auch flächendeckend mit den Hyperspektralbildern mehr sehen können als mit dem menschlichen Auge. Daneben werden verbesserte, exakte Verfahren zur bibliometrischen Rekonstruktion von Rollen und neue Editionsmethoden angewandt. Die vielen Neulesungen implizieren nicht selten ein neues Verständnis von Passagen mit neuen, harten Fakten. Philodems Index Academicorum ist hierfür ein besonders ausgeprägtes Beispiel. Leider ist die papyrologische Arbeit recht zeitaufwendig und in Deutschland forschen bedauerlicherweise kaum mehr Wissenschaftler an herkulanischen Papyri. Zweitens, noch größeres Potenzial dürfte in den noch unaufgerollten Papyri schlummern. Die hunderten noch ungeöffneten Rollen der Sammlung müssen, und dies ist mein eigener Imperativ oder Optativ, müssen in naher Zukunft geöffnet werden. Zurzeit ist das Virtual Unrolling die vielversprechendste Technik. Allein die Wiederentdeckung und Wiederherstellung des Inhalts dieser vom Vesuv konzipierten Rollen hätte wohl eine enorme Wirkung über den Bereich der Altertumswissenschaften hinaus. Drittens, das größte Potenzial
aber wahrscheinlich auch das mit dem am meisten Unsicherheit behaftete, schlummert vielleicht noch unausgegraben in der Villa. Es ist im Bereich des Möglichen, dass die lateinische Bibliothek bisher noch gar nicht in Gänze gefunden wurde und auch in den anderen Etagen der Villa womöglich Papyri untergebracht waren. Ja, als Quintessenz ist festzuhalten, dass die herkulanischen Papyrologen, so etwas wie die Archäologen der klassischen Philologie, will ich es einmal nennen, sich im Lichte neuer Techniken in diesem Moment Entwicklungen und Herausforderungen gegenübersehen. An deren Ende stehen hoffentlich viele neue oder verbesserte antike Texte, welche für Wissenschaftler verschiedenster Disziplinen von Bedeutung sind. Wir dürfen hoffen und gespannt sein. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank nochmal. Es freut mich sehr, dass wir die Hans-Lietzmann-Vorlesung auch in diesem Jahr wieder dazu nutzen können, Bücher vorzustellen, die im Kontext der BBAW und im Kontext unseres Akademienvorhabens der alexandrinischen und antiochenischen Bibelexegese in der Spätantike entstanden sind. Im weiteren Kontext, es sind zwei Werke aus der noch aus der Preußischen Akademie der Wissenschaften stammenden Reihe der Athanasius-Werke, die wir heute vorstellen können, und zwar zum einen ein Band aus dem ersten Band der Athanasius-Werke, den uns Herr Würwer gleich im Anschluss vorstellen wird, und zum zweiten, und das kommt zuerst, ein Band aus dem dritten Band der Athanasius-Werke, den Dokumenten zur Geschichte des arianischen Streites, den uns Hans-Christoph Brennecke aus Nürnberg vorstellen wird, und ich gleich auch noch im Anschluss daran. Hans-Christoph, bitteschön. Ja, meine Damen und Herren, der sogenannte arianische Streit ist wahrscheinlich einer der am besten dokumentierten theologischen und unter den Bedingungen des sich immer mehr auch christlich verstehenden in Imperium Romanum eben auch kirchenpolitische Auseinandersetzung der Spätantike um ein trinitarisches christliches Gottesverständnis. Diese Auseinandersetzung prägte das ganze 4. Jahrhundert, zog sich dann aber noch bis in das 7. Jahrhundert in den germanischen Nachfolgereichen des Westreichs hin. Bei den überlieferten Dokumenten, am dichtesten eben im 4. Jahrhundert, handelt es sich um Berichte, um Texte von Synoden und um sehr viele Briefe, wobei gerade die Briefe auch der Kaiser hier besonders wichtig sind. Anlässlich der Hans-Lietzmann-Vorlesung 2014 konnten wir die vierte Lieferung vorstellen mit den Dokumenten aus den Jahren von 345 bis 362. Heute können wir endlich, wenn auch etwas anders als eigentlich geplant, die fünfte Lieferung präsentieren, die zufälligerweise wiederum Dokumente aus gerade mal 17 Jahren versammelt, nämlich von 363 bis 380. Es handelt sich aber immerhin um 63 Dokumente aus der Zeit vom Tod Kaiser Julians bis zum Beginn der Herrschaft Theodosius I. Die inhaltlichen Schwerpunkte sind erstens die Durchsetzung einer nizänischen Orthodoxie im Westen des Reiches, dann zweitens die überaus komplizierten Sammlungs- und Einigungsversuche der verschiedenen, sich auf die Synode von Nicäa berufenden Gruppierungen im Osten des Reiches und dort unter den ganz anderen Bedingungen der strikt antinizänischen oder man kann meistens sagt man arianischen Kirchenpolitik des Kaisers Valens. Und drittens das spannungsreiche und häufig durch Missverständnisse zusätzlich getrübte Verhältnis zwischen den Kirchen des lateinischen Westens und des griechischen Ostens.
Und das sind übrigens bei den Lateinern manchmal sogar einfach nur sprachliche Missverständnisse. Und in diesen Zeitraum fallen dann auch die Auseinandersetzungen um die Stellung des Heiligen Geistes in der Trinität. Es handelt sich also um die Dokumentation geradezu einer kirchengeschichtlichen Achsen- oder Sattelzeit. Warum aber wird diese Sammlung von Dokumenten im Rahmen der kritischen Edition der Schriften des Athanasius von Alexandrien veröffentlicht, der ja schon 373 gestorben war? Und schon in diesem Band, den wir heute vorstellen, und erst recht in den beiden, die hoffentlich bald auch fertig sind und noch folgen, wird also die Lebenszeit des Athanasius am Ende sogar weit überschritten. Und diese Frage wird uns mit einem gewissen Recht immer wieder gestellt und lässt sich nur mit einem Blick auf die von den Katastrophen des 20. Jahrhunderts geprägte Geschichte dieser Edition der Werke des Athanasius beantworten. Vor genau 90 Jahren, im Jahr 1930, hatte die Preußische Akademie der Wissenschaften eben auf Initiative von Hans Lietzmann die kritische Edition der Schriften des Athanasius von Alexandrien als ein deutsch-amerikanisches Gemeinschaftsunternehmen zusammen mit amerikanischen Wissenschaftlern in ihr Programm aufgenommen, wobei eine amerikanische Stiftung auch noch Mittel für diese Edition bereitstellte. Vor allem aber in den Schriften des Athanasius sind aus dem arianischen Streit eine Fülle von Dokumenten überliefert, also Aktenstücken. Wir haben grundsätzlich alle Dokumente dieser großen Auseinandersetzung nur in solchen sekundären Zusammenhängen überliefert. Athanasius und übrigens auch andere aktiv an den Auseinandersetzungen Beteiligte haben in ihren Schriften solche Aktenstücke als Beweisstücke natürlich für die je eigene Position eingestreut. Der klassische Philologe Eduard Schwarz hatte schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts gefordert, diese Dokumente aus ihren sekundären Kontexten herauszulösen. Er nannte diese sekundären Kontexte publizistische Kontexte und sie dann kritisch zu edieren. Nur so sei eine Darstellung dieser für Kirche und Reich so entscheidenden Auseinandersetzung möglich. Er hatte dazu bereits eine Reihe von bis heute wichtigen Untersuchungen vorgelegt. Das noch dazu durch amerikanische Stiftungsgelder mitfinanzierte deutsch-amerikanische Editionsprojekt bot Eduard Schwarz, der seit 1930 auch Mitglied der Kirchenväterkommission der Preußischen Akademie der Wissenschaft war, nun die Möglichkeit, diesen Plan gemeinsam mit Hans Lietzmann auch durchzuführen. Angesichts der prekären finanziellen Lage wäre das nämlich damals in dieser Weise sonst nicht möglich gewesen. Da die beiden ersten Lieferungen schon Mitte der 30er Jahre unter dem Titel der Werke des Athanasius erschienen waren, haben wir es dabei belassen, als wir nach einer Unterbrechung von mehr als einem halben Jahrhundert und inzwischen in sehr veränderter Form und auch methodisch auf anderer Grundlage diesen Plan endlich fortsetzen konnten. Wir haben bei der Aufnahme der Dokumente nur zum Teil auf vorhandene Editionen zurückgegriffen, in jedem Fall die vorhandenen Editionen überprüft und in einigen Fällen sogar erheblich korrigieren können. Für einige Dokumente haben wir überhaupt eine erste kritische Edition hergestellt. Im Folgenden wird Annette von Stockhausen
ein Dokument Ihnen vorstellen, das auch deutlich macht, welchen historischen Gewinn solche Editionsprojekte haben können, die wirklich ein neues Bild liefern. Vielen Dank. Als Beispiel, wie so ein Dokument nun aussieht und klingt, haben wir Dokument 88.1 ausgewählt. Bei diesem Dokument haben wir keine neue Edition erstellen müssen, sondern konnten auf die Edition von Theodor Reths Kirchengeschichte in den griechischen christlichen Schriftstellern zurückgreifen. Neu ist die Einordnung und damit einhergehend die Kommentierung. Theodor Reth überliefert den Text nämlich im Zusammenhang einer illyrischen Synode, die lateinischsprachig war. Im Unterschied dazu handelt es sich aber bei unserem Text um einen originalsprachig griechischen Text, der aufgrund der in ihm vertretenen Theologie, wie schon Christoph Marxis vor längerer Zeit festgestellt hatte, den antiochenischen Melizianern zuzurechnen ist. Wir stellen nun die These auf, dass es sich bei ihm um die theologische Erklärung der Synode von Antiochien des Jahres 379 handelt, von deren Existenz wir aus anderen Quellen schon wussten, deren Text wir aber bisher nicht kannten. Wer mehr wissen möchte, möge das im Band nachlesen, wie es sich verhält. Ich trage Ihnen zum Abschluss unsere deutsche Übersetzung vor. Wir bekennen in Übereinstimmung mit der großen und rechtgläubigen Synode, dass der Sohn mit dem Vater Wesenseins ist. Aber wir verstehen das Wesenseins nicht so, wie es einige früher interpretiert haben, die nicht ehrlich unterschrieben hatten, und wie jetzt andere, die jene als ihre Väter bezeichnen, die Bedeutung des Begriffes beseitigen und denen folgen, die geschrieben haben, dass durch das Wesenseins das Gleich ausgedrückt werde, weshalb der Sohn keinem der übrigen durch ihn gewordenen Geschöpfe vergleichbar, sondern allein dem Vater gleich ist. Die das so interpretieren, lehren gottlos, dass der Sohn Gottes ein besonderes Geschöpf sei. Wir aber meinen, wie auch die soeben in Rom und Gallien abgehaltenen Synoden, dass die Usia des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes ein und dieselbe sei, in drei Personen, das heißt in drei vollkommenen Hypostasen. Gemäß dem Bekenntnis von Nicäa bekennen wir, dass der wesenseine Sohn Gottes Fleisch geworden ist aus der heiligen Jungfrau Maria, unter den Menschen gewohnt hat und das ganze Heilswerk für uns vollbracht hat in Geburt, Leiden, Auferstehung und dem Aufstieg in die Himmel. Und dass er wiederkommen wird und von dem Seinen uns die Gleichwertung mit dem Göttlichen geben wird als fleischtragender Gott und gotttragender Mensch. Diejenigen aber, die dem eben Gesagten entgegengesetzt denken, verdammen wir und auch die, die nicht wahrhaft den verdammen, der behauptet, der Sohn sei nicht gewesen, bevor er gezeugt wurde, sondern niedergeschrieben haben, dass er, bevor er in Wirklichkeit gezeugt wurde, dem Vermögen nach im Vater gewesen sei. Das ist auch bei allen Geschöpfen so, die aber nicht immer bei Gott sind, wie der Sohn immer beim Vater ist, durch ewige Zeugung gezeugt. Soweit ein Einblick aus dem Band der Athanasius Werke 3.6, hier mal nochmal zu sehen. Und jetzt hören wir von Herrn Wirber die Vorstellung des anderen, frisch noch im Erscheinen begriffenen Bandes, der Athanasius Werke Band 1, ebenfalls die sechste Lieferung. Ja, vielen Dank. Es ist ja ein besonderes Ereignis, dass heute gleich zweimal Athanasius Werke als Neuerscheinungen hier präsentiert werden können. Einen kurzen historischen Rückblick hat Herr Brennecke gerade eben schon gegeben, der das erklärt. Und um es kurz zusammenzufassen, diese Initiative der beiden amerikanischen Gelehrten wurde von Lietzmann mit großer Zustimmung aufgenommen und auch sofort eben in Plan umgesetzt. Harnack verhielt sich da etwas zurückhaltender, doch geriet das Vorhaben eben bald in den Strudel der Katastrophen über allen Wechselfälle der Zeitläufe und kam schließlich ganz zum Erliegen, bis gegen Ende des letzten Jahrhunderts die Arbeiten an zwei Orten wieder aufgenommen worden sind. Herr Brennecke hat davon auch gesprochen, und zwar in Erlangen und in Bochum. Die Erlangener Arbeitsstelle hat soeben Herr Brennecke vorgestellt. Für die Bochumer Arbeitsstelle möchte ich das Gleiche tun, indem ich etwas über die im Druck befindliche sechste Lieferung der dogmatischen Schriften des Athanasius sage.
Vorausschicken möchte ich noch, dass mit dieser sechsten Lieferung die Arbeiten der Bochumer Arbeitsstelle zurückkehren zur BBAW, während sie bislang an die Nordrhein-Westfälische Akademie in Düsseldorf angelehnt waren. Wie Sie der Titelei entnehmen können, werden nun auch die dogmatischen Schriften des Athanasius im Auftrag der BBAW herausgegeben. Dass das Projekt somit zum Ausgangspunkt, wo vor 90 Jahren alles seinen Anfang genommen hat, zurückkehrt und gewissermaßen wieder nach Hause kommt, das ist ein Anlass zu großer Freude und zur Dankbarkeit, die besonders dem Präsidenten der BBAW gilt. Doch nun zur sechsten Lieferung, zur Epistula ad Marcellinum. Ich möchte etwas über den Inhalt des Schreibens und dann etwas über die handschriftliche Überlieferung sagen, die besonders auffällig ist. Also nun zum Inhalt. Gerichtet ist das Schreiben an einen sonst unbekannten Marcellinus, entstanden in Athanasius Spätzeit um 362-63 und es erhält Anweisung zum Gebrauch des Psalters. Es geht darum, welche Bedeutung die Lektüre, genauer gesagt der Gesang der Psalmen für die Andachts- und Erbauungspraxis der Einzelnen einer Gemeinschaft oder im Gottesdienst haben kann. Dazu erklärt Athanasius zuerst die besondere Stellung des Psalters innerhalb der Bibel. Der Psalter, so sagt er, ist wie ein Paradiesgarten, in dem alle Pflanzen als Muster versammelt sind. Alles, was thematisch in der Bibel berichtet wird, kommt in komprimierter Form auch im Psalter zur Sprache. Doch so, dass in dem Psalm die Seelenregungen des einzelnen Beters lebenspraktisch vorgeprägt sind und jeder die Worte der Psalmen als seine eigenen Worte gebrauchen kann. Niemand würde zum Beispiel auf die Idee kommen, niemand würde es wagen, wie Mose zu Gott zu sprechen, zeige dich mir, empfanison moi, Exodus 33, 13. Aber die Psalmen sind, abgesehen von den christologischen Verheißungen, geradezu daraufhin angelegt, dass sie als eigene Worte gebraucht werden. Insofern sind sie ein Spiegel der Seele, sodass der Beter im Blick auf Christus sein eigenes Leben umgestalten kann. Und in diesem Sinne bietet Athanasius nach einer manchmal etwas willkürlich scheinenden literarischen Klassifikation aller Psalmen lange Aufzählungen, welche Bedeutung die einzelnen Psalmen für die Andachts- und Erbauungspraxis im Leben der Gläubigen haben können. Diese Aufzählungen folgen jeweils dem Schema: Wenn du in der und der Stimmung bist, dann bete den und den Psalm. Oder wenn dir das widerfährt oder wenn dir das widerfahren ist, dann bete den und den Fall. Dabei kommt natürlich das seelsorgerlich-psychagogische Anliegen der Schrift ganz klar zum Ausdruck. Vielleicht jedoch die interessanteste Passage ist die, wo Athanasius die Frage zu beantworten sucht, warum die Worte der Psalmen in Versen und in Gesang vorgetragen werden. Und damit kommen wir zum musiktheoretischen Teil des Schreibens. Allerdings wird nun hier unsere Neugierde, die verständlicherweise gerade hier besonders groß ist, nur eingeschränkt befriedigt. Wir erfahren, dass die musikalische Gestaltung nicht zum Vergnügen, sondern zum Nutzen der Seele bestimmt ist. Dadurch soll erreicht werden, dass die Menschen Gott mit ganzer Kraft und mit ganzem Vermögen lieben, Deuteronomium 6,5, vorausgesetzt ist offenbar, dass der Gesang intensiver auf die Seele einwirkt als das bloß gesprochene Wort und dass zweitens die Seelenregung eines Menschen auf diese Weise in innere Harmonie gebracht werden können. Diesen Gesichtspunkt entfaltet Athanasius mithilfe der Ethoslehre der antiken Musiktheorie Damons und pythagoreisch-platonischer Kreise. Und es ist erstaunlich, wie hier platonische Grundgedanken mit biblischen Elementen verquickt werden. Zum Schluss warnt Athanasius noch davor, den Wortlaut der Psalmen eigenwillig zu ändern, was vermutlich gegen magisch-exorzistischen Missbrauch gerichtet ist.
Insgesamt also ein großartiges Zeugnis der Psalmenfrömmigkeit des 4. Jahrhunderts. Man hat geradezu von einem Psalmodic Movement gesprochen und innerhalb dieser Strömung kann unsere Schrift als ein lebenspraktisch seelsorgerliches Gegenstück zu dem exegetisch-historischen Psalmkommentar des Eusebius von Caesarea gesehen werden, der ja gerade von unserem Akademienvorhaben gegenwärtig ediert wird. Und noch eine andere merkwürdige Konstellation ist zu beobachten. Nahezu gleichzeitig hat Kaiser Julian eine groß angelegte Förderung des Musiklebens in Alexandrien in Angriff genommen, die zweifellos mit seinem Versuch einer Reaktivierung der paganen Religiosität zusammenhängt. Man würde gerne erfahren, ob dabei Abhängigkeiten vorwalteten und wenn ja, in welcher Richtung. Aber ich will diese Frage hier nicht weiter verfolgen. Nur noch ein Wort jetzt zur handschriftlichen Überlieferung der Epistula ad Marcellinum. Generell werden die Schriften des Athanasius im Griechischen ausschließlich in Sammelkorpora tradiert, aber mit der Epistula ad Marcellinum hat es eine besondere Bewandtnis. Sie wird in der Tat in den Korpora überliefert, aber nur in einem Zweig der Korpora-Transmission, ein anderer Zweig unterdrückt sie. Bei uns ist es im Stemma Mitte rechts, die X-Tradition mit den Siegeln U, N, W, M, B und so weiter, also insgesamt 25 Handschriften. Die Besonderheit in unserem Fall besteht nun weiter darin, dass die Epistula ad Marcellinum mehr oder weniger vollständig auch im Psalm Kathenen als Prolog zu den Exzerpten aus Psalmkommentaren aufgenommen ist. Das ist im Stemma Mitte links der Psi-Block mit den Siegeln 5, 29, 34, 28 und so weiter, insgesamt 22 Handschriften. Das absolut Singuläre ist jedoch, dass unsere Epistula auch direkt Eingang in die Bibelhandschrift, in eine Bibelhandschrift als Prolog zu dem Psalm gefunden hat. Das ist dies der berühmte Codex Alexandrinus, eine Initialhandschrift aus dem 5. Jahrhundert, wohlgemerkt aus dem 5. Jahrhundert, Athanasius lebt im 4. Jahrhundert, aus dem 5. Jahrhundert, die in London im Britischen Museum aufbewahrt wird. Bei uns die Siegle 1. Man könnte nun denken, dass wir mit einer so alten, zudem in Alexandrien entstandenen Handschrift nahezu Athanasius selbst greifen könnten. Das ist aber leider nicht der Fall. Die Handschrift strotzt, was weithin bekannt ist, von Itazismen und Schreibfehlern. Ein besserer Text liegt hier keineswegs vor, sodass der Herausgeber nicht von dem mühsamen Geschäft der Examinatio erhoben ist. Und dann gibt es noch die orientalischen Überlieferungen. Wertvoll ist die syrische Version, die sehr wortgetreu im 7. Jahrhundert angefertigt wurde und bei manchen textkritischen Entscheidungen zu Hilfe kommen kann. Sie bricht allerdings vor dem musiktheoretischen Passus ab. Die armenische Version, ebenfalls aus dem 7. Jahrhundert, ist eher eine Paraphrase, die manchmal kürzt, manchmal sehr frei ist und auch anderes Material verarbeitet, aber stellenweise kann auch sie herangezogen werden. Dasselbe gilt von der georgischen Version, die ihrerseits von der armenischen abhängt. Gemäß diesen Gegebenheiten erklärt sich dann auch die äußere Gestaltung der Edition. Sie haben oben den kritisch edierten Text, gefolgt vom historischen Apparat, dann kommt die Siegelliste der Handschriften, die für den oben gedruckten Text relevant sind. Nachweislich abhängige Handschriften wurden hier eliminiert. Und schließlich folgt der textkritische Apparat, erst der griechische und dann der für die orientalischen Versionen. Und die Präfatio, die vorausgeht, gibt über das Ganze Rechenschaft. So ist nach Möglichkeit alles getan, um den interessierten Leserinnen und Lesern den Zugang zu diesem bedeutenden Text zu eröffnen. Ich empfehle Ihnen Ihre Aufmerksamkeit, wenn der Fascikel im Januar auf dem Markt ist. Vielen Dank. Liebe Frau von Stockhausen, lieber Hans-Christoph Brennecke in Nürnberg, lieber Dietmar Würwer in Berlin, Ihnen ganz, ganz herzlichen Dank. Wenn man noch einmal fragt, was hält denn eigentlich das zusammen,
was wir heute im Rahmen dieser Vorlesung gehört haben, den Vortrag, lieber Herr Fleischer, den Sie uns gehalten haben und die Buchvorstellung, dann möchte ich auf den wunderschönen Reihentitel Bezug nehmen, in dem Herrn Fleischers Edition der Apollodor-Verse aus Philodems Werk erschienen ist. Diese Reihe heißt Sozomena, gerettete Texte. Oder in der englischen Übersetzung recovered, wiederentdeckte, wiederhergestellte Texte. Es gibt die philologische Alltagsarbeit, die war sichtbar in dem, was Herr Wirwer vorstellte, am Stemma und an der sorgfältigen Untersuchung von Handschriften, die ganz nahe am Autorenexemplar stehen. Es gibt die mühsame Arbeit der Redatierung oder der Rekonfiguration von Aktenstücken und Dokumenten. Und es gibt, worüber Herr Fleischer gesprochen hat, den mühsamen Versuch, in der Officina in Neapel sitzend einen Text zu begreifen. Und man verbringt in der Tat lange Zeit darüber und muss dann nach einer Weile aus der Officina auf die Straßen Neapels treten, wenn man so lange gar nicht hinschauen kann. Gerettete Texte, wiedergebrachte Texte, das ist viel philologische Arbeit. Und was Herr Fleischer in so kurzer Zeit präsentiert hat, hat lange, lange Jahre Arbeit gebraucht. Es wird auf diese Weise aber auch deutlich, dass sich auch in digitalen Zeiten, in denen digitale Hilfsmittel zur Verfügung stehen, vielleicht die virtuelle Entrollung der herkulanäischen Papyri, eben doch klassischer philologischer Sachverstand, hermeneutische Kunst, philologische Kunst mit diesen Texten befassen muss. Denn, das wurde wunderbar aus dem Fleischerschen Beispiel, auch wenn es aus einem deutschen Sprichwort genommen war, sichtbar, auch wenn mehr Buchstaben erkennbar sind, im Kopf von Kilian Fleischer, Annette von Stockhausen, Hans-Christoph Brennecke und Dietmar Wirwer, muss sich etwas fügen zu korrekten griechischen Texten, ungeachtet aller digitalen Hilfsmittel. Und schließlich der letzte Punkt, mit Hilfe der Texte, Text kommt ja von Gewebe, von dem Zusammenhang der Dinge. Mit Texten lässt sich Wirklichkeit wieder nachkonstruieren, rekonstruieren, dunkle Vergangenheit erhellen. Wir haben von Philon von Larissas Todesumständen gehört. Wir wissen besser über eine Synode des 4. Jahrhunderts Bescheid. Und es ist uns dank einer Lieferung Psalmenfrömmigkeit, nicht nur wissenschaftliche Beschäftigung, sondern Psalmenfrömmigkeit im 4. Jahrhundert deutlich geworden. Das heißt, antikes Leben oder im Falle des Philon von Larissa der Abbruch antiken Lebens stellt sich plötzlich heller ins Licht. Wie gern, meine sehr verehrten Damen und Herren, hätten wir Sie jetzt alle bei Wein und Brezel hier im Einstein-Saal der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften oder in den Rosensälen der Jenaer Universität zusammengeführt. Wie gern hätten wir Ihnen die Gelegenheit gegeben, mit Kilian Fleischer, Annette von Stockhausen, Hans-Christoph Brennecke, Dietmar Wirwer ins Gespräch einzutreten. Und was wir heute nur anbieten können, ist zum einen, schauen Sie sich das, was schon veröffentlicht ist, an. Man sieht auf der Homepage von de Gruyter im Augenblick gratis in das PDF der wunderbaren Ausgabe von Herrn Fleischer herein. Und lieber Herr Fleischer, wir warten alle gespannt auf die Veröffentlichung der Ausgabe der philodemischen Akademiegeschichte, auf die Fortsetzung der Dokumente zum arianischen Streit und die Fortsetzung des ersten Bandes der Athanasius-Ausgabe. Ihnen allen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wünsche ich bis zur nächsten Hans-Lietzmann-Vorlesung. Sie wird in Berlin am
3. Dezember 2021 stattfinden und in Jena vermutlich wie üblich ein oder zwei Tage später. Das sehen Sie auf der vorzüglichen Homepage vorher. Das sehen Sie auf der vorzüglichen Homepage der Jena Hans-Lietzmann-Vorlesung ohne Zweifel ganz bald. Bis zu dieser Zeit wünsche ich Ihnen nach einem durchaus sehr schwierigen Jahr, nach einem Jahr, in dem man versuchen musste, sich auch die schlimmsten Dinge zum Besten dienen zu lassen, um den Apostel Paulus in einer Vorlesungsreihe, in der immer wieder von Theologie die Rede ist, auch einmal kurz anzutönen, wie man in der Schweiz sagt. Nach einem Jahr, in dem es sehr schwierig war, wünschen wir uns alle ein besseres Jahr, ein vor allem gesundes Jahr und hoffen, dass wir uns in Berlin, in Jena, in Würzburg, in Nürnberg und von wo aus auch immer Sie zuschauen, gesund wiedersehen. In allen wünsche ich hier aus Berlin ein gesundes und glückliches neues Jahr und zuvor gesegnete Adventstage und eine frohe Weihnachtszeit, in der nach einem schwierigen Jahr auch das Licht besonders hell und wärmend strahlt. Vielen Dank, einen schönen Abend, alles Gute, auf Wiedersehen.